Guten Morgen, mein Lieben. Ich sehe richtig fertig aus, denn ich bin vor einer Minute aufgestanden. Genau, und ich dachte, ich nehme euch mal mit zu unserer Morgenroutine. Ich allein mit zwei Kindern. Genau, ich bin jetzt, wie gesagt, aufgestanden. Bei uns ist es immer so, Felix geht um 7 zur Arbeit. Ich werde auch vom Wecker geweckt und dementsprechend stehe ich dann auch auf. Lia kommt meistens auch genau dann rüber zu uns, wenn sie unten die Tür hört, dass der Papa los ist. Und genau, sie schläft ja bei sich im Zimmer und kommt dann immer rüber und weckt mich auch nochmal, wo ich halt schon wach bin. Genau, und die kleine Maus wird dann auch wach, die schläft ja bei uns direkt. Genau, und jetzt habe ich eigentlich auch schon die Kamera in der Hand. Also ich habe noch nichts gemacht und wollte euch jetzt mitnehmen. Genau, das Erste, was ich immer mache, ich gehe direkt ins Babyzimmer und mache die kleine Maus hier fertig. Das heißt, die wird einmal frisch gemacht, gewaschen, gewickelt und alles. Genau, das ist das Erste, was ich immer mache. Lia spielt in der Zeit. Jetzt hier gerade zwei Teller gefunden. Genau. So, und dann machen wir dann erstmal hier den Heizstrahler an. Boah. So, ganz einfach mit einer Hand. Genau, und dann wird die kleine Maus gewickelt. Ja, du kannst da gleich was essen, Schatzi. So, mit jetzt. So, Mama's Haare loslassen. Mama's Haare loslassen. Dankeschön. Genau, Haare loslassen. Dann nehme ich mir immer eine Stoffi-Windel. Drücke die. Eine Stoffi-Windel. Und die Kleine turnt hier einfach in der Zeit rum. Die liebt es nämlich, hier zu liegen. Und deswegen verbringen wir auch gut mal so 20 Minuten hier bei diesem Prozess, weil die Kleine es einfach so liebt, hier zu liegen und sich alles anzugucken. Ne? Und dann rede ich ganz viel mit ihr und spiele mit ihr. Wir haben hier so einen Ring. Der rastet jetzt so ein bisschen, den findet sie im Moment ganz, ganz interessant. Genau. Das ist so die Zeit von mir und June sozusagen. Wobei Lia halt auch dann nebenbei ist immer noch. So, jetzt habe ich auf jeden Fall hier schon mal die Stoffwindel fertig. Und hier habe ich auch immer einen Waschlappen liegen, wo ich die kleine Maus dann gleich auch trocken machen kann. Ne? So, und jetzt werde ich immer die Windel ausziehen. Und dann liegt sie nackig immer noch ein ganz, ganz lange hier rum. Das ist nämlich das Allerschönste für sie. Und in der Zeit suche ich dann immer ein Outfit raus und genau, schaue dann, was sie anbekommt heute. Oh, was war das? Das war die Schwester. So, ich habe mich jetzt für dieses Outfit hier entschieden. Das ist schön warm, schön kuschelig. Hose und so ein Wickelhemdchen. Das steht hier auch richtig gut. Genau, das bekommt sie also gleich an. Und noch eine Strumpfhose und natürlich ein Langarmbody hat sie auch an. So, die kleine June ist fertig. Und Lia habe ich auch schon einmal die Nachtwindel ausgezogen. Und jetzt werde ich mir erstmal unseren kleinen Wagen hier nehmen. Wir haben hier oben nämlich die Duna immer stehen. Das ist so ein Babyscharren auf Rädern. Und da tue ich dann die Kleine jetzt rein. In der Zeit, wo ich im Bad bin. Genau, das mache ich immer so. Dann ist sie bei mir direkt. Mal gucken, wie das klappt. Weil sie wird schon wieder meckrig. Was denn? Was kommt da? Weiß ich nicht. So, ab ins Bad. Hält unser Gang, weil Mama einmal auf Toilette war. Mehr habe ich nicht geschafft, außer auf Toilette und Hände waschen. So, und jetzt wird die Lia schnell fertig gemacht. Doch, mein Schatz, du brauchst auch noch was zum Anziehen. Ja? So, die ist immer tagsüber schon trocken. Deswegen bekommt sie jetzt nur noch einen Schlipper an. Und was drüber. So, Lia ist endlich angezogen. Das ist immer ein Kampf, weil die Kleine halt die ganze Zeit auf dem Arm möchte. Ich habe bis dato übrigens nur eine Jogginghose und mein Shirt an. Das ziehe ich immer ganz schnell morgens an. Okay. Und ich ziehe mich dann an, wenn die Kleine das erste Mal ihr Schläfchen macht, weil sonst ist das überhaupt nicht möglich. Wie gesagt, ich bin froh, wenn ich überhaupt auf Toilette gehen kann. Und das ist auch meistens immer nur mit ihr auf dem Arm. Ja, sie ist halt so ein richtiges Tragebaby. Ja, komm, Schatz. So, und jetzt werde ich schön meine Tablette nehmen. Schilddrüsentablette. Und dann können wir frühstücken. Ich habe hier jetzt hier so einen Sandwich-Toast gemacht. Zeige ich euch den gleich.
Jetzt wartet sie immer hier, bis es hier oben grün leuchtet. Ja, aber das kommt dann hier in die Teller rein. Genau, und so lange warten wir jetzt, bis die Lia dann was zu essen hat. Und dann geht es darum, hier die Kleine zum Schlafen zu bringen. Das heißt dann entweder in die Trage oder die ganze Zeit auf und ab laufen hier, bis sie dann schläft. Und dann macht sie ihr Vormittagsschläfchen. Das ist meistens 2 Stunden, je nachdem. Manchmal, also meistens 90% in der Trage und 10% im Stubenwagen. Genau. Mal gucken, wie das heute klappt. Ich bin gespannt. So, und dann muss ich mir auch schon Gedanken zum Mittagessen machen. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, was ich machen kann. Ich habe einen. Oh ja, yes. Nee, noch nicht. Yes, jetzt grün. Das ist fertig. So, Lia ist dann jetzt und ich tue die Kleine mal in die Trage. Jetzt habe ich hier unsere Morgenroutine fast komplett auseinandergebracht. Ich stille nämlich die Kleine vorher nochmal, bevor ich sie in die Trage tue. Genau, weil sie ja dann zuletzt in der Nacht hatte. Und genau, deswegen bekommt sie dann immer noch was zu essen. In der gleichen Zeit wie Lia isst. Und genau, jetzt sitzen wir hier, beide Kinder am Essen. Und dann kommt die Kleine auch immer in die Trage. Und dann laufe ich mit ihr auf und ab, bis sie schläft oder mache halt ein bisschen Haushalt nebenbei. So, die Kleine schläft jetzt in der Trage, es ging ganz fix. Und, oh. Ich habe jetzt schon angefangen mit so ein bisschen Haushalt. Ich muss der Lia jetzt gleich noch, gerade noch fertig machen, weil da ist ein kleiner Unfall passiert. Deswegen musste sie jetzt einmal umziehen und sowas. Genau, und ich könnte jetzt eigentlich Frühstück machen für mich, aber ich habe noch gar nicht so recht Hunger. Und sie möchte da nichts in mich reinzwingen und sowas. So, ich gehe jetzt also hoch einmal ins Bad und mich soweit fertig machen, so wie es eben möglich ist mit der kleinen Maus. Umziehen kann ich mich ja noch nicht. Das kann ich immer nur, wenn die Kleine nicht bei mir ist. Genau, aber ich kann schon mal Haare kämmen und Zähne putzen und sowas. So, jetzt bin ich soweit fertig. Übrigens, Zähne putzen und Haare kämmen und sowas bei Lia filme ich nicht, weil das ist nicht so einfach immer. Und ich möchte sie dann nicht irgendwie bloßstellen oder sowas. Ja, nur, dass sie nicht denkt, dass wir das nicht machen, sondern das filme ich nur einfach nicht. Das machen wir nämlich immer direkt, wenn wir sie umziehen morgens. Genau, und jetzt sucht sie gerade ihre Zahnbürste, weil sie ihre Puppe gerne Zähne putzen möchte, weil sie es bei mir jetzt gerade gesehen hat. Wo ist die, mein Schatz? Decker. Oh, den Deckel vom Trecker. Oh ja. Zeig mal. Das Dach von einem Trecker. Wo gehört denn das hin, Schatz? Mama, zu deinen Treckern, ne? Ja, dann musst du mit runterkommen, Schatz. Genau, die erste Mal muss ich nachher auch noch aufräumen, aber das gehört nicht zur Morgenroutine. Genau, so, jetzt gehe ich aber runter und nehme einmal die Wäsche mit hier. Hier seht ihr einen riesen Haufen an genähten Sachen, die ich alle verschicken muss heute. So, ich habe mir jetzt tatsächlich auch Frühstück gemacht. Tada! Habe auch schon die ganze Post und so eingepackt. Und jetzt werde ich mich an meinen Laptop setzen. Genau, und dabei was Leckeres essen. So, und jetzt würde ich auch schon die Morgenroutine hiermit beenden. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Schreibt mir gerne eure Routine in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald, ganz, ganz bald wieder. Tschüss!